So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Oder auch nicht. Mein Gamepad ist ausgegangen. Ich hoffe, es springt gleich wieder an. Sie wär's einfach nur mit Hallo. Nein. Gut. Let's play. Bloody Fox und Morphus sind im Gang. Wir lösen Let's das play Geheimnis. Bloody Fox und Morphus. Let's play together with. Oder look. Nein. Wir look, spielen jetzt look Bloody Fox und Morphus. Gespielt wird es von Pokémon und Silber. Nein. Doch, look Bloody Fox und Morphus beim Let's Play 2. Oder so. Zwei? Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärken deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Bist du im Kampf Vorteile? Alter, du bist vor der Vorteil. Ein Streber. Rolf. Also ganz ehrlich, der ist doch auch hier straft, oder? Ja. Magnetilo. Kennst du das? Ich bin schon wieder voll mit dem falschen Pokémon gestartet, aber egal. Kennst du das Bild von Magnetilo? Wo sie... Ja, natürlich. Wait, what? Mother of God. Aber vielleicht ist es kopfüber im Sand. Egal. Nein, weil dann wären die zwei Schrauben nämlich oben. Weißt du, da? Siehst du zwei Schrauben? Meine Güte, du hast ja recht. Ach. Und außerdem wäre die Polung an der Seite anders. Na gut, das Ding können sie gleich drehen. Tilo. Echt? Ich glaube ja. Weiß nicht. Die sind, glaube ich, beweglich. So, guck mal, du kannst deine Hände ja auch bewegen. Ich kann meine... Oh. Alter! Oh Gott. Möchtest du einen After Eight haben? Nein. Okay. Ich habe dir schon mal gesagt, ich trinke nicht, während ich im Dienst bin. Naja, Dienst. Naja, trinken. Bist du voll Alkohol da drin und so. Gib mir mal eins. Bevor die alle sind. Na, ich habe die jedenfalls nicht gegessen. Du frisst doch hier wie am Spieß. Wollt du mal? Ja, ich möchte mein Pokémon wechseln. Biboa. Volto. Ich überlege gerade. Bobier. Was überlegst du? Vielleicht kann ich dir helfen. Muss ich so drauf machen. Vielleicht weiß was, weil. Ich fange den Satz einfach nochmal an. Vielleicht weiß Wardrak was ich nicht weiß. Was ich auch. Na, ich fange noch einmal an. Er weiß ziemlich vieles, was du nicht weißt, denke ich. Aber andersrum. Aber ich denke, andersrum wird es sich nicht viel nehmen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch genauso viel wissen, was er nicht weiß. Zum Beispiel dein bilateraler Glaukom oder so. Ja, genau so heißt der. ich habe nur überlegt, ich wusste noch irgendwas mit bilateral, dann dachte ich irgendwas mal mit G, also bilabial, Glaukom. Bilabial, weil mit zwei Lippen. Ach, nee, wir spielen jetzt Pokémon. Schon wieder. Also, es ist... Du solltest dich übrigens auch Streber Rolf dann nennen, wenn du mal eigene Let's Plays, also einen eigenen Channel anfangen möchtest. Warum? Warum Streber? Der Typ heißt Streber Rolf und es fiel mir gerade so ein. Ja, aber warum soll ich mich so nennen? Das ist, weil es blöd wäre. Und einfach deswegen. Aber ich tue doch nicht immer alles nur, weil es blöd ist. Du bist hier zu Besuch... Ach nee, du bist zu Besuch, weil es Essen gab. Stimmt, okay. Ich habe nichts gesagt. Sehr gut, sehr gut. Den Leuten fällt noch der Joghurt aus der Hand hier beim Gucken. Joghurt? Ich nehme an, dass viele, die sich Pokémon-Let's Plays angucken, einen Joghurt essen. Und jeder, der wirklich jetzt gerade einen Joghurt in der Hand hat, denkt sich, boah, ist ja der What Hammer. Was ein Freak. Der weiß das. Ich esse hier gerade den Kirschjoghurt von... Das ist nicht richtig, der ist gar kein Kirschjoghurt. Stimmt's, du isst kein Kirschjoghurt, schreib's in die Kommentare. Ja. Schreib vor allen Dingen rein, was du für ein Joghurt isst. Genau. Und auch aber die Kirschjoghurt-Leute bitte auch tatsächlich reinschreiben. Nein, Kirschjoghurt-Leute können gleich De-Abo machen. Es sei denn, es ist Sauerkirsche. Du willst in den Negativbereich meiner Abonnements kommen? Naja, nee, nicht okay. Bei mir. Die sollen bei Wardrak einfach deabonnieren. Und ach wenn ihr so, nicht abonniert Wardrak, habt, dann Wardrak, abonniert ihn und dann deabonniert ihn und schreibt ihm das auch auf die Wall. Und schreibt das unter jedes Video. Überhaupt kein Videoaufruf. Falls jemand fragt, warum... Gleich nochmal. Morphus und das Kirschjoghurt-Paradoxon. Ja, ich liebe Kirschjoghurt, deswegen habe ich das... Kirschjoghurt-Paradoxon? Also ich kenne ja schon das Großvater-Paradoxon und das Käse-Paradoxon, aber das Kirschjoghurt-Paradoxon? Und ich bin ein Streber, ja? Ich meine, ich kenne es auch, aber musst du jetzt hier so rumklug scheißen? Ich mache das doch auch nicht. Nein. Doch. Schickt seinen Teil nach Hause. So, da sind Türen, oder? Der war...
gerade irgendwie so ein bisschen, ne? Bis hierher und nicht weiter. Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Die Tür ist verschlossen. Tja, wir haben leider kein Igel-Lava, was irgendwie mit Feuer was gegen oh, eine Tür. Oh. Ja. Ich probierte sie aufzustoßen. Die Tür ist verschlossen. So, einfach mal ein kleine Anmerkung an Leute. Vielleicht kennt es jemand, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Was war das? Ich kenn's nicht. Naja, gut. Du wirst schon deine Gründe haben. Das ist eine Anspielung. Eine Anspielung? Okay. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie der heißt. Oh, Shoya heißt der, glaube ich. Fleckmon. Ja, Fleckmon sieht hier ziemlich cool aus. Bringt immer noch nicht viel, dass wir mit Felino starten, aber es gibt immerhin schön... Tja, du wechselst nicht. Nö, wieso? Nach jedem Kampf sage ich, jetzt wechseln. Und du sagst immer, leck mich doch. Wechsel doch selber. Und dann versuche ich dir den Controller wegzunehmen. Ist doch immer dasselbe. Ja. Du bist ein Lauch. Und wir greifen speziell an, deswegen kann er ruhig unseren Angriff senken. Genau. Mit einem 8. auf dem Level 10. Das ist wie Leute, die Verteidigung senken und dann speziell angreifen. Hart. Ha? Das ist schon hart, ja. Oder nicht? Ja, aber Safkorn kann Härtner. Nein, aber worauf wolltest du denn gerade hinaus? Ich gehe jetzt nicht auf deinen schlechten Witz ein. Damit bist du gerade drauf eingegangen, dass es schwachsinnig ist, die Verteidigung zu senken, wenn man dann speziell angreift, weil es nicht die Spezialverteidigung gesenkt hat. Ach so, na, aber die normale Verteidigung. Ja, das bringt doch aber nichts. Den wird doch für die Berechnung einer speziellen Attacke nicht angewendet. Ja, das weiß ich doch nicht und das wissen doch die Leute vielleicht auch nicht. Vielleicht erklärst du das mal gleich, bevor du hier was... Das wissen nur Leute nicht, die seit der zweiten Generation ausgestiegen sind. Shoya. Und selbst die wissen es. Die meisten. Vielleicht. Gua, ich habe verloren. Der Typ hieß wirklich Shoya? Mhm. Ich dreh durch. So. Hätte ich. So, alles, was wir hier jetzt gefunden haben... Wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Also die rauen Sitten waren jetzt vielleicht die alte Oma, die uns da ihr Dope verkauft hat, aber das war's dann. Wir sind immer noch in Dukatia City. Wollen wir uns hier weiter aufhalten? Was tun wir? Machen wir? Wir haben jetzt einen Münzkorb. Ja. Du willst doch nicht etwa zocken. Nein. Gut. Heute nicht, später mal irgendwann. Aber wir brauchen auf jeden Fall den Münzkorb. Aber wir gucken mal, was es jetzt für Preise gibt. Wir haben zwar keine Münzen, aber wir haben einen Münzkorb. Genau das wollte ich sagen. Übrigens freue ich mich auf den nächsten Arena-Leiter. Wer ist denn der? Gudrun! Oh nee, Gudrun, bitte. Guten, es ist spät Abend, am Abend. Silver. Guten Abend. Hier ist Gudrun. Hier ist Silver. Warst du noch auf? Nein. Ich habe seltene Dittos in Route 34 gesehen. Ich melde mich, wenn mir noch ein seltenes Pokémon begegnet. Okay, bye bye. So, und genau deshalb habe ich Gudrun meine Nummer gegeben. Wir gehen uns jetzt ein Ditto fangen. Wirklich? Das war deine Intention? Das war also meine Intention. Das Ditto oder an sich? Ich wusste, dass sie mir wirklich wertvolle Informationen gibt. Weißt du denn aus dem Kopf, wo Route 35 ist? 34, da wo Gudrun immer steht. Ach, das war Gudrun da, ne? Genau. Ein Traumato. Ein sehr traumatisches Erlebnis. Das... Ja, wir streichen ihn. Okay, gut. Okay. Du besiegst es erstmal. Genau, ich gucke nochmal ganz genau nach, ob das wirklich Route 34 ist, aber ich bin mir ziemlich sicher. Eigentlich. Traumato hat natürlich eine... Hypnose. Eine ziemlich gute spezielle Verteidigung. Deswegen werden wir es versuchen zu slammen. Bitch Slam. Das ist schon wieder dieses Wort. Slam? Entschuldigung, ich sag nicht mehr Slam. Ach, ist das schön. Wach auf, Felino. Warum schläfst denn du hier immer noch so tief und fest? Warum kannst du nicht aufwachen, Mann? Das ist doch hier richtig doof. Ich bin mir sicher, es gibt Spieler, die auf den Moment mal nur in einem Kampf zuschauen wollen und... Nein. Ohne Musik. Spieler ja. Achso, Spieler. Wer den Sound nicht hören will, der muss einfach sein YouTube auf stumm stellen. So, also das ist erstmal Gudrun. Mhm. Und wir gucken nochmal auf den Pokécom. Und wir sehen, wir sind auf Route 34. Tatsächlich. Das heißt, ja. Es müsste hier irgendwo... Aber Dittos natürlich geben. Im Gras. Das ist übrigens ein Ditto. Ich fühle es in meinen Genen. Es hat sich nur in ein Ratzfatz verwandelt. Das ist der Unterschied. Ja. Also fang's lieber. Glaub mir. Vertrau mir. Ratzfatz ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Pokémon. Ratzfatz ist ein total schlechtes Pokémon. Wie kommst du denn das da kann auf? Superzahn erlernen.
Was macht Superzahn nochmal? Das Thema hatten wir schon mal, oder? Ja, Superzahn zieht immer die Hälfte der KP ab. Damit ist es eine der besten Attacken eigentlich. Schon wieder Diablo. Statikfeld macht dasselbe. Egal. Gut für Bosse. Wann kam Diablo raus? Ende der 90er? Mitte, Ende der 90er? 96 kam Pokémon raus. Wenn Diablo nicht eher rauskam, dann hat Diablo abgeguckt. Also bitte. Naja. Ja, mit Sicherheit. Es baut sein Nest, wo es Futter findet. Es ist den ganzen Tag auf der Suche nach etwas Essbarem. Ich glaube, du hast Tag vergessen. Du könntest es Morphus, den Spitznamen Morphus, geben. Ich baue zwar kein Nest. Das Nest hast du schon. Du bist ja halt ein sesshafter Mensch. So ist es. Apropos, möchtest du ein After Eight haben? Nein. Nein, und ich weiß nicht, woher dieses Apropos gerade kam. Außerdem heißt es nicht Ampropos, sondern am Arsch. Gut. Raue sitzen so bei Bloody Fox Channel. Bloody Fox Channel? Das klingt gut. So sollte ich mich nennen. Bloody Fox Channel. Mit 5X? Kann ich doch nicht dafür, dass du da so ein 5X? WLAN Afrikaner hinpackst. Okay. WLAN? Ein WLAN einen WLAN Afrikat. Das solltest du sagen, ohne was zu essen, weil gerade klang das wie ein WLAN Afrikat. Also ein afrikanisches WLAN. Also so irgendwas in der Art. Donnerschock. Ist besiegt. Traumatisiert. Du hast es heute, ne? Ich hab's heute. Ich will ein irgendwas ist in diesem After Eight drin. Oh, I should have not so much After Eight. Nee, Eight so much. Nee. Nee. I should have not ate so much after. After lunch. I should have not ate so much after lunch, bitte, ja? Das After ist nicht. After vor lunch? Der Kopf der Nominalphrase. Was? Ach, weißt du was? Tschüss. Hat's. Ich will ein Ditto haben. Na, dann musst du ein Ditto casten. Pass auf. Die Dinger gibt's gar nicht so häufig. Schon wieder eins, was ich verwandelt habe. Es ist gut, Runes Ruf zu folgen. Es ist immer gut, Runes Ruf zu folgen. Ne? Wenn Albert ruht, Albert ruht. Und wenn Albert ruht, ruht. Bismarck. Tomaten. Gut. Wollen wir weitermachen oder? Ich schreibe mal in die Infobox. Warnung. Ohrenvergewaltigung im Sinne von Heinz Erhardt und ich überlege, ob mir noch was einfällt. Heinz Erhardt, oh ja, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Das Programm neigt sich seinem Anfang zu, ne? Das war nicht Heinz Erhardt, aber meins war von Heinz Erhardt. Ich meine, du weißt ja immer, wenn ich traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn. Ja. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorne. Und wenn ich dann. Ach, das ist schon beendet. Ja. Ich wollte es beenden, bevor es anfängt. Ja. Ich glaube, es fängt an. Man merkt es beim dritten Let's Play in Folge. Ja, es geht los. Ich glaube, du meinst, wo es fängt an. Es geht los. Ja, es fängt an. Was fängt an? Geht los. Was? Mein Ironiedetektor kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis. Badam, bam, bam. Traumato. Wollen wir es einfach lassen? Ich glaube, im Sinne der. Pass auf, wir starten noch einen Versuch nach dem Traumato, ne? So ein bisschen wie beim Glücksspiel. Ach, komm, ansonsten muss ich mal eine Folge Speedrunning Tactics machen oder so und dann einfach mal zusammenschneiden und. Ja, das geht auch. Ich hätte jetzt schon gerne ein Ditto, weil. Ich hätte auch gerne ein Ditto. Wozu brauche ich zum normalen Walkthrough und Let's Play? Denn das hier ist das Real Life. Also, Nein. How about no? Denn ich check Kokain-Massaker. So, wir laufen jetzt einfach noch durch jedes Gras, was sich uns bietet und vielleicht... Oder auch nicht. Ah, ich wette, nur da sind die Dittos drin. In diesen paar Ich verstehe sowieso nicht, wie so ein Ditto gesehen haben kann. Sie steht so weit weg vom hohen Gras, aber... Ist ja, halt, ist halt voll Gras. Wenn da so ein Schlammi rumschlammt, Schlammi, Schleibi, Schlabbilapp. Hatten wir das Gespräch schon mal mit Ditto und Mio? Nee. Also, die habe ich später lange nicht gesehen. Wann hast du die das letzte Mal getroffen? Blende dich, du Jonas. Okay, nein, worauf willst du hinaus? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Mio gleich Ditto. Ist eine interessante Hypothese. Könnte man jetzt so in die Kommentarsektion schreiben und dann würden einige Leute mit dem Wissen, was ich auch habe, also das Wissen, was man so aus dem Internet liest, dieses Spekulationswissen. Also,
Mew und Ditto haben beide das gleiche Gewicht, die gleiche Größe, die gleiche Farbe und sie können beide Wandler einsetzen. Man hat versucht, Mew zu klonen. Vielleicht ist der erste Versuch da etwas schiefgegangen und Ditto kam raus. Eine gallertartige Masse, weil sie sich nicht wirklich verfestigen so konnte oder so. Da haben so die Knochen gefehlt. Okay, das ist fantastisch. Das könnte man so denken, ne? Ich meine, also ist Ditto im weitesten Sinne legendär oder so? Eher legend als der. Ja, stimmt. Aber niedlich. So, Ditto, ich laufe nach rechts, er läuft nach links. Ditto ist so ein gescheiterter Versuch, so, mir oder? Zu klonen. Vielleicht. Das könnte halt sein. Dass es überhaupt eine Existenzberechtigung hat. Wobei man ja sagen muss, dass Ditto eher im Spiel war als Mew. Aber vielleicht war es von Anfang an so geplant. Kennst du die Radikaltheorie? Nein. Dass, ich glaube, sie ist ziemlich radikal, aber. Nein, und zwar, dass Ash in der ersten Pokémon-Generation, im ersten Spiel, also wir kämpfen übrigens Feuerspucker gegen Wolf, das Radikal von Gary auf dem Gewissen hat. Kommt folgendermaßen zustande. Am Anfang fängt sich Gary ein Radfratz und wir kämpfen ja zum ersten Mal gegen ihn in. Wo kämpfen? Im Pokémon-Labor und danach. Und danach. Links beim zweiten Mal. Bertania City kann man gegen ihn kämpfen. Kann man, optional. Wenn man will, genau, optional. Und dann. Im Mondberg? Vom Mondberg? Kommt er dir vom Mondberg entgegen? Nein. Dann weiß ich nicht, wann das nicht kommt. Er kommt auf jeden Fall auf der MSN. Genau. Nee, aber vorher muss er auch nochmal kommen, weil er hat ein Radikal. Und das hat er auf der MSN nicht mehr. Und es gibt verschiedene Theorien und noch mehr Sachen, die irgendwie dafür sprechen, könnt ihr ja mal lesen und irgendwie schreiben, dass wir das Radikal auf dem Gewissen haben. Also das ist total witzig. Also, ich meine, er könnte es halt auch einfach auf die Box gelegt haben, weil Radikal halt vielleicht nicht das Box mit Pokémon Nummer 1 Es gibt war. Da eine richtig coole These zu. Ich würde die jetzt eigentlich gerne vorlesen, aber ich habe mein Laptop nicht hier. Nein, keine Creepypasta. Es gibt eine tolle Creepypasta zum roten Pokémon-Spiel. Es gibt auch Lavandia. Eine super schöne zu silberne. Ja, Lavandia-Syndrom ist klar. Mhm. Nein, aber nee, nicht Lavandia-Syndrom, sondern da geht es auch in der Folge um dieses rote Spiel. Okay. Ja. Also Creepypasta, Leute, sowieso sehr zu empfehlen. Auch eine von Silber oder Silber und Gold. Im Deutschen zu finden bei Zoe Shomaro auf jeden Fall, das weiß ich. Hat er ein Video gemacht? Er hat sie auf Deutsch mal übersetzt, mal zu Halloween, glaube ich sogar. Ist ziemlich cool. Ich habe sie mir damals aber schon im englischen Original angeguckt gehabt und ist auf jeden Fall sehr... Creepypasta ist schon immer was Cooles, wobei ich immer nicht ganz weiß, was halte ich jetzt von der Geschichte, sind das jetzt gemoddete? Gerade in Zeiten der ROMs können das alles gemoddete Sachen sein, die im Originalspiel gar nicht drin sind. Komischerweise haben die nur irgendwelche Leute gefunden und andere nicht in ihren Spielen. Vielleicht ist aber doch was in den Spielmodulen, vielleicht war was im Drink drin, K.O.-Tropfen oder so. Traumato. Ich glaube, Gary sagt auch irgendwas. In seinem Textblock auf der MSN oder so steht irgendwas oder so. Gary sagt ziemlich viel, aber... Ja, eben. Vor allem, wenn der Tag lang ist. Wir haben übrigens keine Pokebälle gekauft. Wolltest du jetzt... Es wiegt ein ganzes Pfund. Pfund habe ich nie verstanden. Wirft das jetzt 500 Gramm seines Körpers auf uns, oder wie? Nee, so eine Packung Mehl, so... Eine Packung Mehl hat ein Kilo, das sind 2 Pfund. Naja, genau. Schüttet halt die Hälfte raus oder holt sich. Nee, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Bam. Ich gehe überall hin, wo es Käfer. Bei den Typen dachte ich übrigens, es sieht aus wie Mädchen. Immer, diese Overworld Sprite. Hier überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Und ist es vielleicht sogar ein Mädchen? Das wäre jetzt natürlich peinlich, wenn ich jetzt was falsch gesagt hätte. Aber ist das ein Käfersammler? Ja, das ist ein Käfersammler. Aber der Overworld-Sprite sieht aus wie so ein Mädchen. Udo, der gibt dir, glaube ich, seine Nummer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, Udo gibt mir seine Nummer. Aber der hat nur Nidoran männlich gesehen und vergessen oder nicht geschafft, sie zu fangen. Blitzock. Ist natürlich nicht sehr effektiv. Warum mache ich das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ist so, okay. Nee, ist normal effektiv. Okay. Vati. Was bringt Gesichte? Normalattacken und Kampfattacken können Geist-Pokémon treffen. Ha! Okay. Ja. You did not see that coming, gell? Ja, I didn't, so I asked. So, wir sind Level 20. Bidididim. Und wir lernen, nee, wir haben ja gerade Donnerwetter gelernt, das geht ja nicht. Nee.
Käfersammler Udo Wohnbesitz. Ich verstehe, so kämpfst du also. Silverheld 240. Das hätte ich ihm auch sagen können, er hätte mir glauben können. Und wenn er mir nicht geglaubt hätte, hätte er einen auf die Falle gekriegt. So, mit dem Blutzug habe ich das Käferturnier im Nationalpark gewonnen. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, wenn ich nochmals kämpfen möchte. Ja, nochmals kämpfen ist immer cool. Allerdings muss ich sagen, Udo hat mit dem Blutzug das Käferturnier gewonnen. Hat kein anderes Pokémon. Wie hat er denn beim Käferturnier teilgenommen? Keine Ahnung, wir gehen noch ein kleines Stückchen. Er hat betrogen, ganz einfach. Wir metzeln diesen Baum, wir metzeln diesen. Wo sind wir? Dort, wo wir auch hätten hingekommen, wäre vom Käferturnier aus da lang gegangen wären. Der gibt uns jetzt auch seine Nummer oder der da drüben. Verdammt! Unser letzter Kampf? Da wollte ich nicht mehr reinrennen, ich will noch wo bestimmtes hin. Genau, dann da bleiben wir dann stehen. Gut. So machen wir es. Aber vorher besiegen wir Schuljunge. Ah, okay. Holger gibt uns seine Nummer. Hat nur das drüben ist übrigens ein Psycho. Tangela. Tangela sieht ja auch ziemlich cool aus. Also die Farbgebung auf dem Color, die war schon... Kann man nicht Lila. Anders sagen. War schon witzig. Was sagtest du gerade eben? Der ist da drüben ist ein Psycho. Der gibt uns nicht seine Nummer. Sondern Holger. Holger die Waldfee. Der Waldfee. Nein, Holger die Waldfee. Sleeping Powder. Okay, wir tauschen auf Flame und werden wahrscheinlich gleich eingeschläfert. Wenn wir Glück haben, setzt er gleich nochmal Schlafpuder ein. Like I care. Du setzt Mark Feuer Ikea. Gegen Angela ein. Angela. Tangela Ferkel. Tangela Merkel ist auch gut. Tangela Merkel. Oh, warum hat da noch keiner irgendwie eine Bild? Ich habe keine Ahnung. Das würde sich so übelst feiern, wenn so ein Kopf ist. So ein Tangela-Kopf. Und die Raute so. Oh, Tangela Merkel. Hat jemand von euch Lust, so ein Ding zu machen, dann bitte den Link unten mal reinposten. Genau. Also mal eine Tangela Merkel. Also das würde ich ziemlich feiern. Das wird auch geehrt. Das kommt ins nächste Video. Das müsste man dann auf jeden Fall groß ausdrucken und über das nächste Wahlplakat drüber kleben. Was ist denn das hier überhaupt? Für ein Scheißverein. Nein. So, Marc-Uwe Kling-Referenz. Mal wieder. Da, Holger. Ups, ein Fehler in der Berechnung. Weißt du, hast heute Mathe gehabt? Merkt man übrigens, Krilela? Dass es ein japanisches Spiel ist? So Asiaten, so typisches Klischee. Weißt du, der Junge ist, keine Ahnung, 5 und kennt schon die Worte Fehler und Berechnung. Merkwürdig. So. Und kann uns 512 Poké-Dollar geben, einfach also mal pass so. Pass auf, dass du nicht in noch irgendjemanden da reinlässt. Da kommt kein Kämpfer mehr. Ha! Was so. Ist das? That's a dancing tree. Dancing tree. Okay. Und mit dieser Hymne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, wir sehen uns nicht. Pokémon Silber. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.